Du bist ja so ein alter Musikhoschi auf jeden Fall. Dementsprechend würde mich mal interessieren, wie du heutzutage noch dir Musik empfehlen lässt oder wie kommst du auf neue Bands, neue Entdeckungen, die dich so richtig mitnehmen? Da würde ich einfach sagen, Musikpresse, einfach, also ganz, ganz oldschool Papier zum Durchlesen. Dann mache ich Spiegel Online, die Jan Wegger und Abgehört? Andreas Bocholt, genau. Genau. Da verlasse ich mich immer ziemlich drauf, oder zumindest ergötze ich mich an den Sachen, wie die das Zu schreiben. Recht. Und dann aber wirklich Freunde. Also ich habe jetzt gerade meinem Manager und Freund Rainer gesagt, Rainer, ich will neue Musik hören. Schreib mir mal eine Liste. Und jetzt hat er mir so eine Liste geschickt, was er gut findet und sowas. Schön. Wenn du schon sagst, okay, du vertraust auch ein bisschen auf die traditionelle Musikpresse. Du warst ja selber mal Journalist und hast auch viel geschrieben und hast da so die ersten Schritte sozusagen gemacht. Reflektierst du selber so den Unterschied des Musikjournalismus heute zu der Zeit, wo du noch geschrieben hast? Siehst Ja, du da? ich muss einfach mal meine Wikipedia-Seite löschen. Also Musik, wenn ich mich als Musikjournalist bezeichnen würde, das wäre ein Schlag ins Gesicht von allen ernsthaften Musikjournalisten. Ich habe zwar so geschrieben, für Intro habe ich so POD-CDs reviewed. Cool. Und du hatte halt einmal die Ehre, Richard Ashcroft, Liam Gallagher und Tobe Negro zu interviewen. Und das hat mir großen Spaß, weil ich schreibe halt auch wahnsinnig gern und sowas. Aber so Musikjournalist, das bin ich einfach nicht. So, weil ich mich halt einfach immer schon als Musiker gefühlt habe. Aber Ja. schreibe einfach manchmal ganz gerne. Und naja, es kommt. Ich weiß es wirklich auch nicht ganz genau, aber es war halt einfach vor 10, 15 oder vor 20 Jahren war so, ich werde Musikjournalist. Das war eine ganz rationale Entscheidung und sowas. Und ich glaube, Leute, die heutzutage über Musik schreiben, das sind dermaßen Überzeugungstäter, weil die das halt, weil es, glaube ich, gibt wahnsinnig wenig Geld da noch zu verdienen in diesem Metier. Und das ist auch sehr anstrengend geworden, ist sogar dieses Digital versus Print und dieses Schwarmintelligenz versus die Intelligenz eines Menschen, der den gleichen Musikgeschmack hat wie ich mich, aber trotzdem immer noch inspiriert. Das ist, glaube ich, schon eine schwierige Sache geworden. Gibt es Platten, auf die du dich richtig freust, dass die Band, der Künstler eine neue Platte macht? Dass du entwickelst so richtig Vorfreude auf? Ja, das auf Ja? jeden Fall. Das ist bei Doch, dir das noch muss drin? man sagen. Ich habe bei der letzten Arcade Fire Platte, ich habe die einmal so durchgehört und gesagt, so, die ist ja nicht so gut. Aber dann habe ich die dann irgendwann so 4, 6 Wochen später wieder rausgekramt. Mein Bruder ist riesig Arcade Fire Fan. Meinte, Mann, bist du dumm oder was? Die Platte ist total gut. Und dann habe ich die gehört und die hat mich so umgehauen und die hat mich so begleitet und die hat mich auch so inspiriert, meine Soloplatte zu machen und sowas. Und jetzt, wenn da die nächste Platte rauskommt, oder ich freue mich auch auf die nächste Casper-Platte, werde mich auf die nächste Y-Platte freuen. Ne. Nee, das ist, ich bin einfach, ich laufe nicht mehr jeden da neuen Indie 7 Inch hinterher. Das mache ich nicht mehr, da habe ich auch gar keine Zeit zu. Außerdem findet meine Tochter Popmusik echt scheiße. Na, es geht nicht allen so. Also wenn man zum Beispiel, klar, ist ein anderes Metier, aber zum Beispiel mit DJs in der elektronischen Musik so spricht, da gibt es viele, die einfach sagen, also es ist halt klar stark umgemünzt, also zum Ja. Beispiel Techno, das war in den 90ern groß so und eine Bassdrum ist eine Bassdrum, da gibt es wenig Entwicklung und man lässt sich dann vielleicht nicht mehr so anfixen von Das neuen ist, Sachen. weil die Aber auch, es ist gut, dass das ist, weil du. die auch so scheiß Arbeitszeiten haben, diese Elektroleute. Wahrscheinlich, ne? Das und wie gesagt, also ich bin dann schon einfach auch vielleicht dem Leben eher zugewandt oder sowas. So, bei mir ist ja genau dasselbe. Es gibt eine Hi-Hat, es gibt eine Bassdrum, eine Snare, es gibt einen Bass und es gibt A-Moll und F-Dur. Damit kann man doch mal eben kurz die Welt verändern. Ich meine, man muss einen guten Moment haben, aber das reicht, um das Leben von Menschen, zum Beispiel meins, zu verändern, schöner zu machen. Oh. Naja, die Band besteht ja, glaube ich, zu 1910% aus HSV-Fans. Und die spielen heute vor uns. Und Carsten Friedrichs ist als Lyriker viel zu unberühmt. Ich finde, dass der wirklich der deutschen Sprache eine ordentliche Scheibe abgerungen hat und sowas. Einfach Deutschlands beste Beatband und wird sie bis weiteres erstmal bleiben. Das ist ein Superpunk. Das ist ein Superpunk, genau. Weißt du den Song? Natürlich weißt du den Song. Ach so. Oh, den habe ich sogar mal gecovert. Ja, Tatsache, hast du. Ja, ich habe Was für eine Mörder-Überleitung. Kann ich den nicht verstehen? Ja, was für eine Mörder-Überleitung. Kannst du mich runter mal.
Was für eine Mörderüberleitung. Du warst bei dem Tribute-Album dabei. Ja, was ja. für eine Bedeutung haben Superpunk für dich? Das ist wahrscheinlich eine starke Pubertät-Jugendgeschichte. Nee, so jung bin ich ja nun auch nicht. Die waren schon, oder ich war schon erwachsen, als die losgelegt haben. Okay. Naja, das sind halt Hamburger Kings einfach. Ne? Früher bin ich so, also früher war das so, da ist man so in Kneipen gegangen und so, und dann hat man nächsten Tag jemand angerufen und so, hey, und einer von Superpunk war auch in der Kneipe. Cool. So, und jetzt habe ich die halt kennengelernt. Das ist halt, also, das ist immer noch für mich so eine Faszination, wenn man Leute, die man toll gefunden hat oder die man toll findet, klar, wenn man die dann privat kennenlernt, finde ich cool. Ich möchte mich bei dem Typen, den ich jetzt gleich höre, bedanken, dass er die Killians gesampelt hat. Mhm. Das ist echt krass. Nein, das ist. Ich finde Musik. Also ich bin. Mir ist das alles scheißegal, ne? Echt so. Ich finde, dass ich immer noch hier. Ich meine, die meisten Leute hier sind einfach jünger als ich, ne? So, und ich darf trotzdem noch Musik machen. Und wenn jemand unschuldig auf eine Idee kommt und Sunny sampled ja. und dann einen Text drüber macht und sich die Idee ausdenkt, geil, setz mir eine Panda-Maske auf. Und so, wenn so Geilheit und Unschuld erfunden wird, dann finde ich das immer super. Das ist mir jetzt gerade so bei meiner Platte halt auch aufgefallen. Tobi und ich waren unschuldige Jungs, die Musik gut finden im Studio. Ja. Und plötzlich interessiert das halt Leute. Das bringt viel mehr Spaß, das so zu genießen, als wenn jemand, so, ich plane das jetzt mal mit einer Excel-Tabelle alles für dich. Auf jeden Fall. So, und das ist halt, und ich finde es toll und ich habe es live gesehen in Stendal und alles super. Schön. Sebastian und ich sind ja so, wir sind ja Freunde. Zu Recht. Das ist so lustig, wie Sebastian klauen kann. Das ist so absurd. Das musst du präzisieren. Sebastian, das ist echt frech. Was meinst du? Wo klaut er? Was meinst du? Kannst du schon dann? Jetzt hat er geklaut bei Mandut Yao. Ja. Und er klaut auch immer sofort Text und Musik. Das finde ich auch gut. Das hat nicht so, dass den Text nämlich irgendwo anders. Ja, zack, nämlich. Aber es ist schon bewusst, ne? Das sind keine unterbewusste Handlungen, sondern es ist schon ja, so, das ist ja intendiert. Ja, ich meine, alle klauen ja wie die Raben.